Und jetzt ist das hier eine dramatische Partie. In Unterzahl die USA, weil Hope Solo den Schritt in die Richtung macht, nach links und diesen Ball hält. Und jetzt gibt es hier Riesendiskussionen. Hope Solo da rausgegangen aus dem Strafraum. Sie kriegt gelb, weil sie sich zu früh bewegt hat. Wir haben das in der Zeitlupe gesehen. Sie war aber auf der Linie. Dafür kann es doch keine gelbe Karte geben. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, das ist WM-Viertelfinale, dafür gelb, das abzupfeifen. Das macht jede Torhüterin. Das finde ich jetzt unglaublich. Das ist laut Regelbuch wahrscheinlich sogar dann korrekt, aber das wird nirgends abgepfiffen. Da haben die Torhüterinnen einen so großen Spielraum. Jetzt Marta. Unfassbar. 1-1 und Hope Solo kann ich verstehen, zu Recht stocksauer. Sie sieht gelb dafür, dass sie sich da zu früh bewegt haben soll. Wegen Reklamierens gelb. Also es kann wirklich nur gelb geben dafür, dass sie reklamiert hat. Aber für mich unglaublich, dass das wiederholt wurde. Den Elfmeter muss ich als Schiedsrichterin einfach laufen lassen. Dann hätte es hier weiter 1-0 gestanden. Sie lässt ihn tatsächlich wiederholen und jetzt steht es 1-1. Heftige Entscheidung, für mich eine Fehlentscheidung. Der Elfmeter zuvor war berechtigt. Aber dann hat Solo das einfach richtig gut gemacht und reagiert. Sie sieht dann gelb für reklamieren. Es ist ein Jammer.